Hi Ladies! Marie fragt mich, ob ich ein Party-Outfit zusammenstellen kann, was sehr schick und edel ist, aber trotzdem ihre verspielte Art und Weise ja widerspiegelt. Und wie ihr seht, habe ich hier ein Outfit, ein Kleid gefunden, was perfekt für Marie passt. Doch bevor ich auf die Details hier eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Elegant und verspielt? Marie, du hast es mir wirklich nicht einfach gemacht. Aber wie du siehst, habe ich hier ein Kleid für dich gefunden, was perfekt wie eine zweite Haut für dich passen wird. Und dieses Kleid ist wirklich ein Highlight, denn es besteht komplett aus Spitze und wie du siehst, der obere Teil ist wie eine Corsage ausgebildet, dass dein Bustier richtig schön zur Geltung kommt und es rückenfrei ist, somit deinen Rücken schön verzücken kann sozusagen. Und der Rockteil ist aus zwei Lagen Stoff, natürlich der Spitzenstoff oben drüber und unten drunter ein blickdichter Unterrock, damit das ein richtig wunderbares Bild ergibt und beim Laufen oder beim Tanzen richtig schön fällt und deine Bewegungen nochmal diese gewisse Eleganz geben. Und durch die Spitze, durch den Schnitt und dieser Rock-Corsagenteil hast du etwas sehr Schickes, Elegantes, was du sehr vielfältig kombinieren kannst und zu extrem viel Möglichkeiten ausführen kannst. Egal, ob das eine Cocktailparty ist oder so ein Salsa-Kurs. Also du kannst es wirklich zu sehr vielen Sachen anziehen, aber es ist immer noch sehr schick und elegant. Und die Verspieltheit liegt, sage ich mal, im Schnitt und in den Accessoires, was ich jetzt gleich zeige. Und da möchte ich gleich eingehen, denn ich habe hier ein paar wunderschöne Schnürschuhe gefunden. Diesmal nicht in Pumps oder High Heels, denn du hast gesagt, du bist schon sehr groß und dachte, okay, du willst Party machen und bist sehr groß. Also lieber einen etwas flacheren Schuh, der sehr extravagant ist und zu diesem schwarzen Kleid perfekt passt. Und wie du siehst, habe ich hier einen Schuh gefunden, der wirklich der Hammer ist. Er ist erstmal sehr bequem und aus komplett Gold gefertigt. Und Gold und Schwarz passt wie die Faust aufs Auge. Und zusätzlich ist der Schuh im Mittelteil komplett offen gehalten, dass es sehr edel wirkt und gerade für die Sommernächte am Fuß ja fast wie auf Wolken du dich fortbewegst sozusagen. Und dieser Schuh zu diesem Kleid ist wirklich einfach mal der Hammer. Stellt euch das mal vor, diese goldene Farbe zu diesem schwarzen Kleid, I love it. Und um das, dieses Bild, diesen Style weiterzuführen, habe ich noch eine wunderschöne Handtasche, würde ich beinahe sagen, aber es ist keine Handtasche, sondern ich habe es Kleines gewählt. Es ist eine etwas größere Geldbörse von Liebeskind, von der Marke Liebeskind. Und sie ist so groß, dass dein Smartphone und Kleinigkeiten drin Platz haben und du auf die nötigsten Sachen nicht verzichten musst. Aber wenn du diese Handtasche, diese goldene Handtasche vor diesem Kleid in der Hand trägst, wirst du einfach, bling bling sein sozusagen. Also nicht einfach schickimicki so überladen, sondern wirklich sehr elegant, weil schwarz und gold, das ist sowas von zeitlos und verspielt auch teilweise. Das ist wirklich, man kann es wirklich zu allen Sachen anziehen und Party machen wirst du damit auf Garantie. Und um das Ganze jetzt hier noch ein i-Pünktchen aufzusetzen, habe ich lange überlegt, irgendwas vielleicht obenrum, eine Kette oder Ohrringe. Aber dadurch, dass du blond bist, dachte ich, okay, das lasse ich mal einfach oben so stehen und gehe lieber wieder an die Arme und habe da hier einen wunderschönen Armreif herausgesucht, der auch in Gold gehalten ist, mit kleinen verspielten Steinchen und Verzierungen, dass das quasi vorm Kleid nochmal richtig schön rausblitzen kann als kleines Highlight, dass du halt nicht nur bei der Handtasche das Gold hast, sondern auch noch auf der anderen Seite und unten bei den Schuhen. Und das ergibt durch deine Figur, durch deine blonden Haare ein Bild, ein Outfit,
wo sich die Männer danach ja die Finger lecken sozusagen und die anderen Mädels und Frauen richtig, ja schon fast eifersüchtig auf dich sein werden, weil du einfach so, ja, wundervoll aussiehst. Und wenn ihr, wie Marie, so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht. Und dann werde ich vielleicht morgen schon genau auf euch zugeschnitten ein Outfit präsentieren, was euch umhauen wird. Und damit ihr es nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und bekommt sozusagen jedes Mal, wenn ich ein Video online stelle, das komplette Outfit präsentiert und die dazugehörigen Deals. Ist das ein Deal? In diesem Sinne,